Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Wir haben beim letzten Mal den Gebäudekomplex abgeschlossen, der sich über drei Etagen verteilte: Erdgeschoss, erste Etage und dann halt der Zugang zum Dach. Und konnten erfolgreich uns nicht nur dort drinnen vor Ort gegen die Faschisten behaupten, auch wenn es halt, ich sag mal, einige Anläufe, sag ich mal, ja, gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo wir hin wollten. Sondern wir haben auch die Nachricht, die uns der Kommandant mitgegeben hatte bei der einstigen Station, die überrannt worden war von den Norsalis, erfolgreich gesendet an die Polis. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob diese Station auch, ja, diese Nachricht überhaupt erhält. Noch viel krasser ist gewesen, dass diese Funkstation, die sich oben auf dem Dach des Gebäudes befand, also wir hatten ja zwei Wege. Ein Weg, der nach unten führte, von der ersten Etage durch so eine Art Loch innerhalb des Bodens, also durch die Decke quasi. Und wenn wir das gemacht hätten, dann wären wir unweigerlich gar nicht mehr nach oben gekommen. Also, es war, man kann sagen, mehr oder weniger ein optionales Ziel, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber eventuell hätte man dieses Ziel sogar verpassen können. Und das finde ich krass. Also, klar, man kann mich auch berichtigen, sofern ich damit falsch liegen sollte, aber so für den Blind-Durchgang, den ich ja hier mit euch zusammen erlebe, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Ziel gewesen ist, was man hätte verpassen können, wenn man einfach stumpf weitergelaufen wäre. Jetzt aber, wir sind nicht ziemlich weit weg von diesem einstigen Gebäude, aber sind jetzt in eine neue Gefahr gelangt. Und zwar stehen wir jetzt in einem offenen Konflikt zwischen den Faschisten erneut und den geflügelten Dämonen. Und wir haben uns in eine Art so kleine Senke, Erdloch, unter dem Asphalt der Straße, ich möchte mal sagen, versteckt, oder wir halten zumindest den Kopf unten und müssen jetzt mal sehen, ob wir hier noch irgendwie rauskommen. Weil da oben geht ganz schön der Punk ab und naja, beim letzten Mal hat es nicht ganz so gut funktioniert. Vor allem, ich wusste auch nicht ehrlich gesagt, wohin. Das hat sich auch bis jetzt nicht wirklich geäußert oder geändert, besser gesagt. Grundsätzlich, also man sieht, wir sind kein erfahrener Soldat und irgendwie, ja, ziehen wir stetig gegen bewaffnete Gegner quasi den Kürzeren. Und die Frage ist, wie kommen wir hier durch diese Reihen durch? Das ist die allgegenwärtige Frage. Ja. Jetzt schmeißen sie sogar schon mal Granaten. Ja, es wird ja immer besser. Solange wir irgendwie den Kopf unten halten. Backt der Dämon da gerade einfach in der Luft, oder?
So, was ist jetzt hier Sache? Was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Ja, so genau weiß ich das immer noch nicht. Tja, das ist die große Frage. Vielleicht sind wir ja jetzt einigermaßen besser geschützt, wenn hier das Licht nicht mehr auffällt. Aber ja, wirklich vorstellen kann ich mir das nicht. Ich habe auch wirklich keinen Ansatz, keinen Ankerpunkt, wo man irgendwie jetzt hier hin müsste. Absolut gar nichts, Mann. Und das Licht lasse ich jetzt auch mal bewusst aus. Das ist doch nicht normal hier. Aha. Aha. Ein Zugang. Ja, wunderbar. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Oh Mann, Alter. Vom Regen in die Traufe. Oh shit. Ja, okay, gut. Ullmann. Und der Kontakt, der uns quasi nach der uns kurz bevorstehenden Exekution, nachdem wir bei der Brücke zwischen den Fronten hin und her gewechselt sind, ne? Sollte hier auf uns warten. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, ey. Wer ist da? Ergib dich, dann passiert dir nichts. Das ging schnell. Wenn das Ullmann ist, dann hat er uns jetzt schon zum zweiten Mal den Arsch gerettet. Und unsere Gasmaske ist auch schon ganz gut lidiert. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Scheiße. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Alles klar, Ullmann, alles klar. Was stand da gerade? Gut, dann nehmen wir die Schallgedämpfte. Eine Schallgedämpfte VSV. Oh! Ein Nachtsichtvisier. Das wird interessant werden. Und vor allem, wir können jetzt hier unten auch endlich wieder ohne Maske rumlaufen.
dann mal. Ja, das möchte ich nicht. Aber man kann doch auch irgendwie die. Nee. Ja, gute Frage. Irgendwie sollte man auch die Maske sauber kriegen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, kann nur durch eine neue ersetzt werden, das ist richtig. 28 Schuss haben wir jetzt. Ja, bahnen sich einen Weg durch die Station der Faschisten. Wir haben 8 Messer. Aus. Wer braucht das alles schon? Aha. Und wer ernährt eure Kinder? Das Militär vielleicht? Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach Gansa gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. Die Kommunisten kommen! Verdammt! Teufel! Verdammt! Dafür krieg ich dich! Du bist verletzt! Ja, wenn das jetzt nur diese beiden waren, dann bin ich ja noch irgendwie beruhigt. Aber darauf verlassen würde ich mich ja jetzt nicht. Wir tragen alle kugelsichere Rüstungen. Selbst nachdem wir die Weste und alles andere abgelegt haben, sind wir noch immer von Kopf bis Fuß in einem Schutzmantel gekleidet. Wir haben Angst, uns anderen Menschen zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Wir haben Angst, dass jemand unsere Gedanken verstehen könnte. Wir verstecken unsere Gesichter unter Gasmasken, aber darunter befindet sich noch eine Maske. Ullmann, der ewige Optimist, der leichtherzige Scherzbold. Sein wahres Gesicht habe ich nur einmal gesehen, als sein Kamerad starb. Zu Tode erschöpft, fast verzweifelt, so sah er aus. Nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später hatte er seine Panzerung zurück und war wieder der alte, fröhliche Mensch. Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Das macht man in der Metro nicht. Und ich werde mich auch bestimmt nicht für jemand anderes öffnen. Ja, so im Nachhinein ist das schon. Ist das wohl schon wahr, dass man ihn da tatsächlich mal mit wahrhaftigen Gefühlen gesehen hat. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Kugeln für unser Gewehr? 35 und wie viel? 29 Kugeln für die Flinte. Na, nicht verkehrt. Okay.
Das sind zwei unterschiedliche Gänge. Mhm. Ja, das ist schon wirklich echt geil gemacht mit der mit dem Nachtsichtvisier. Ja, es ist zwar einer draufgegangen, ja, das stimmt, aber keiner hat wirklich Alarm geschlagen. Oh, shit. Okay, hier ist einfach gar nichts. Okay, einer kommt auf der linken Seite wieder zurückgelatscht. Ich wäre besser zum Erschießungskommando gegangen. Dieser Job hier ist scheiße. Jetzt sind wir im Dunkeln. Das ist jetzt wirklich mal so ein Stealth-Part, wo ich sagen kann, jo, der wird, also ich hoffe mal, dass der funktioniert. Also wenn wir hier wen killen, dann werden wir definitiv Aufmerksamkeit auf uns lenken. Also wir können es versuchen, den Typen ja auszuschalten, aber dann ziehen wir uns erstmal wieder in den anderen Gang zurück. Bis jetzt ist es, also man kommt gut voran. Das war auch schon wieder komplett Unsinn. So schnell kannst du gar nicht gesehen werden, vor allem nicht, wenn du hier im Dunkeln stehst. Das finde ich, das ist Unsinn.
bringen wir den Fall ins Rollen. Was ist das? Muss nachladen! Die Verluste häufen sich! Verletzte! Ja. Ja, der hat mich jetzt komischerweise nicht gesehen. Nett. Verflixt. Leute, übertreibt doch nicht gleich eure Lage, ehrlich. Hier scheint jetzt wahrscheinlich erstmal Ruhe einzukehren. Oh, besser als nichts. Frage ist nur, wie kommen wir da runter? Hier durch? Wahrscheinlich, ne? Ausgekillt hatten, ja, vom Gitter. Geht's noch weiter nach unten? Ah, warte mal. Das ist hier mit den Bolzen, glaube ich. Haben wir denn dafür? 8. Ah, das ist jetzt die gute Frage. Ne? Also klar, für mehr oder weniger den Stealth-Part können wir es benutzen, aber ich denke mal, auf lange Sicht gesehen, gehen wir wieder auf die Flinte. Ist das nicht hier sogar Munition für das Ding? Aufsammeln kann ich es zumindest nicht. Das Visier ist schon stark, also das muss ich sagen. Ein schönes Nachtsichtvisier. Hier? Ehrlich nicht? Das überrascht mich ein wenig.
Ja gut, aber es ist immerhin mal eine gelungene Abwechslung im Gegensatz zu der Oberfläche. Aber immer noch keine Filter für unsere Maske. Den Generator werden wir gleich mal abschalten. Erstmal schauen wir uns jetzt hier unten noch um. Hier wahrscheinlich Kaffee gekocht. Ach, ist das die P90? Tatsache. Also zumindest ein ähnliches Vergleichsobjekt. Ach na, okay, gut, wir hätten hier runtergehen können, das habe ich aber nicht gesehen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, schalten wir den Generator aus, ne? Haben die Leute nämlich gar keinen Strom mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auf der anderen Seite hier auswirkt. Nachtsichtvisier an. Alles klar. So, das müssen wir immer mal wieder mit Energie versorgen. Alles klar. Verstanden. Selbst das Ding funktioniert ja nur mit Luftdruck. Wie mir gerade noch eingefallen ist. Ja, der Timer ist auch gegangen. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal pausieren. Mit unserer richtig, richtig geilen Ausrüstung, die wir hier erhalten haben. Und wer weiß, der Generator ist aus. Die Faschisten sind ohne Strom. Und mal sehen, wie viele wir von den Leuten hier noch unbemerkt ausschalten können. Auf dem Weg zur Polis. Ich weiß es nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und in der Hinsicht würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Metro 2033.